Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Das letzte Spiel der alten Saison ist das erste Spiel der neuen Saison. Damals gewann Wehen gegen Aalen mit 2:0 und heute in der Ostalb Arena? Fragezeichen. Aalen mit einem neuen Trainer und zwar mit Agirios Giannikis, 38 Jahre jung, der jüngste Trainer in der dritten Liga. Die Gäste aus Wiesbaden in den neongelben Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts und mit der ersten Chance nach 19 Minuten. Das ist Brandstetter und aus dem Hintergrund kommt der Kapitän Mrowca. Aber Daniel Bernhard mit den Fingerspitzen. Von den Aalenern wenig zu sehen in der ersten Halbzeit. Die begannen ganz ansprechend, tauchten dann ein bisschen ab, kamen erst in Minute 38 wieder gefährlich vors Wiesbadener Tor. Aber dann gleich richtig. Traut, der traut sich nicht. Dann schlägt er die Flanke und da ist Bär die Latte. Und Bär zum Zweiten und Kolke. Monstermöglichkeit kurz vor der Halbzeitpause für die Gastgeber. Und Marcel Bär ärgert sich zu Recht. Da war viel Pech dabei und viel Glück für die Wiesbadener, dass Aalen hier nicht zielstrebiger abschloss. Hier zuerst an die Latte und dann ist es Markus Kolke mit einer Sensationsreaktion. Noch kein allzu großer Leckerbissen in der ersten Halbzeit diese Partie, aber eine Erfrischung tat gut bei diesen Temperaturen. Eine Erfrischung wäre vielleicht auch nötig gewesen für Matthias Morris und Sören Redemann. Achten Sie mal auf den rechten Bildrand. Da geraten die zwei aneinander im Mittelkreis. Matthias Morris, der kann sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und Sören Redemann, ein Kopf größer, der wirkt fast ein wenig ängstlich gegen den Aalener Hitzkopf. Der Wehener Trainer Rüdiger Rehm denkt sich auch, was machen die denn da eigentlich? Aber Matthias Morris, der konnte sich überhaupt nicht beruhigen, meckerte, moserte, diskutierte und holte sich die gelbe Karte ab. Das Ganze in Minute 59. Jetzt Minute 61, also 2 Minuten später. Was wird jetzt wohl passieren? Sie können sich's vielleicht schon vorstellen. Matthias Morris vorbei an Mockenhaupt und Matthias Morris rein ins Tor. 1:0 für die Gastgeber des VfR Aalen. Dieser Hitzkopf, wenn er seine Energie nur immer mal in diese positiven Aktionen stecken würde. Schönes Tor mit bisschen Glück und Hilfe des Innenpfostens rein zum 1:0. Außerdem hat er auch noch ein bisschen Dusel, dass der Mockenhaupt da wegrutscht. Die lange Nase eigentlich in Richtung des Publikums, aber vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Sören Redemann. Nur 13 Minuten später, die 74. Freistoß Schmidt und Redemann, natürlich der Ausgleich für Wehen Wiesbaden durch wen anderen sonst als Sören Redemann. Die beiden Heißsporne also jeweils mit einem Tor. Toller Freistoß von Niklas Schmidt, dem Neuzugang aus Bremen. Und dann schraubt er seine gut 1,90 da in die Höhe und mit dem Hinterkopf erzielt er den Ausgleich. Ja und dann dreht er ab zum Jubeln. Wo muss ich denn eigentlich hin? Wo ist er denn? Der Matthias Morris, der ist ja schon ausgewechselt. Er läuft in Richtung Trainerbänke, aber er läuft vorbei an seiner eigenen Bank. Der will überhaupt nicht jubeln. Er will nur den Gruß abgeben in Richtung Matthias Morris. Das war es aber dann auch erstmal mit diesen beiden Hitzköpfen. Zurück zum Sportlichen. 83. Minute, Jules Schwadorf eingewechselt. Daniel Kofi-Thierry eingewechselt. 2:1 SVW in Wiesbaden. In seinem ersten Spiel für den neuen Arbeitgeber kam aus der Regionalliga von Havelse, schießt er hier per Kopf den Siegtreffer für seine Mannschaft. Das erste Profispiel für Daniel Kofi-Thierry. Das erste Profitor für Kofi-Thierry. Der erste Profi-Jubel und dann im Anschluss das erste Profi-Interview. Ja, was Cooleres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Reinzukommen und dann zu fighten die zweite Halbzeit, das Spiel zu drehen. Überragend. Lob an die Mannschaft. Und so ist es mir auch leicht gefallen, dann den Treffer zu machen. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut. Haben uns nicht belohnt mit dem Tor. Müssen wir eigentlich in Führung gehen. Und zweite Halbzeit hat Wiesbaden das System ein bisschen umgestellt. Da hatten wir ein bisschen mehr Probleme. Haben aber dann das Tor gemacht. Und ja, dann ist es umso ärgerlich, wenn du 1:0 führst in der zweiten Halbzeit, dass du dann noch 2 Tore bekommst. Patrick Funk vor dieser Saison aus Wehen nach Aalen gewechselt. Logischerweise bedient nach dieser Partie. Rüdiger Rehm und die Wiesbadener können jubeln. Diese Saison geht schon wieder genauso los, wie die letzte aufhörte.